Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 212 zwischen Lienen und Elsfleth lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 55-jährige Elsfletherin mit einem Kleinbus auf der B212 von Brake in Richtung Elsfleth. Der Wagen stieß frontal mit dem Auto einer 18-jährigen Elsfletherin zusammen. Die verletzten Frauen wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt und schließlich mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Die B212 war nach dem Unfall gesperrt. An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden, die auf insgesamt mindestens 60.000 Euro geschätzt wurden. Die Sperrung des Teilstücks der B212 wird bis in den späten Mittwochnachmittag andauern. Die Unfallstelle muss zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ausgemessen werden. Nach der Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge wird zudem eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich sein, weil Betriebsstoffe aus den total zerstörten Motorblöcken ausgelaufen sind.